Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, kommentiert von Ramsky Rata. Wir sind jetzt das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir einen Bekannten getroffen haben, Lando Calrissian. Und der gute alte Lando, naja, der ist in einer noch beknackteren Situation, als wir das sind. Er kommt nämlich nicht mal aus dem Zimmer daraus, so wir schon. Und wir können uns zumindest etwas freier bewegen. Und wir gucken mal, wie wir ihn da rausboxen können. Tja, man sieht, wie man nur sieht, habe ich immer noch nicht so wirklich viel Ahnung, wo ich mich gerade tatsächlich, beziehungsweise was ich gerade tatsächlich mit meiner größeren Bewegungsfreiheit als Lando sie hat anstellen soll. Ach, hier war ich ja eben. So. Lando! Du wolltest mich hier rausholen. Ja, ich weiß, Lando, du sitzt hier schon eine Weile fest. Sag mal, hast du einen Lageplan? Durch so eine Tür kamen wir irgendwann mal rein, aber die Tür scheint nicht willens sein, sich für uns zu offen zu öffnen. Das heißt, wir müssen leider in den sauren Apfel beißen und eine andere suchen. Zum Beispiel die hier. Jetzt bin ich hier, aber was mache ich jetzt hier? Ich gehe nochmal gucken, ob Lando da unten wirklich keinen Ausgang mehr hat. Diese blöde Tür hier ist wirklich so zu, wie eine Tür nur zu sein kann. Hier kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter, hoch kommen wir nicht weiter, gut. Hier geradeaus, nix, nix. Hier haben wir eben alles schon geguckt, gut. Da drüben auch. Kann man hier weiter, die Tür geht nicht auf, die Tür will auch nicht aufgehen, die Kameras wollen sich nicht zerstören lassen. Du wolltest mich hier rausholen. Ja, wollen und vermögen ist tatsächlich zu tun. Ne? Diskrepanz. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Das heißt, es muss irgendwo weitergehen, wo wir bisher schon waren. Beziehungsweise, wo wir noch nicht waren. Aber noch hingelangen können von einem Bereich, in dem wir bisher schon waren. Ich kann das Ganze auch versuchen auszudrücken, ohne mich dabei lächerlich zu machen. Ich glaube, das käme besser für alle an. Für alle, die damit zu tun haben. So, hier geht's weiter. Ach, hier war das Ding. So, ich glaube, uns bleibt erstmal nichts anderes übrig, als hier rauszustiefeln. So, mal im Datapad nachgucken. Wheel über Ruck zur Strecke bringen, Lando befreien. Gibt's hier irgendwo irgendwelche Hilfsmittel? Nein, oder ich bin zu blöd zu finden. Können wir uns hier mittlerweile hochbewegen? Ja, wir können zwar mittlerweile hochspringen, aber leider noch nicht so hoch. Oder es ist ein typischer Fall von DBDDHKP. Auch bekannt als dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen. So. Ich habe aber echt null Interesse daran, euch in irgendeiner Form zu langweilen. Das heißt, wenn ich nicht innerhalb der nächsten paar Minuten hier irgendeinen Weg gefunden habe, sehe ich mich wohl gezwungen, kurz den ganzen Spaß zu unterbrechen und mal nachzugucken, wie es hier weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas damit zu tun hat. Ich kann ja nochmal hier runtergehen und sehen. Und nochmal hier ein bisschen rumforschen. Vielleicht finden wir ja hier jetzt was. Oh, Manometer, hier war der Auer, der Popo-Raum. Und das ist... Aua, der Poporaum. Komm mal hier durch. So, der Poporaum ist uns nach wie vor böse gesonnen. Und ich bin auch echt zu blöde. Das gibt's ja nicht. Wieso schaffe ich es jetzt und eben nicht? Ich bin auch echt zu blöde, hier mal den Einfluss von den anderen zu setzen, ohne mir den... ohne mir den Popo zu verbrennen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. So, also zumindest nicht auf den Popo-Verbrennungsmist. Ah, der Rest war ja ganz spaßig. Okay, hier ist immer noch... Hier steht immer noch der eine Kerl rum. Die Rodis sind aber mittlerweile alle down. So, hier oben geht's wie gehabt weiter. Hier oben waren wir noch nicht. Mal sehen, ob wir... Zumindest haben wir uns hier oben noch nicht näher die Umgebung beschaut. Deswegen ist das mal als nächstes dran.
kleiner Quicksave ist gesetzt, sodass wir, falls uns irgendwas Blödes passieren sollte, was mit mir vor der Tastatur ja durchaus was Normales ist, sodass wir dann auf den Quicksave zugreifen können. So, hier habe ich erstmal noch kein Versteck gefunden, weil es versteckt war es nicht. Trotzdem können wir das, was sich hier befunden hat, doch sehr, sehr, sehr gut auf unseren kommenden Reisen gebrauchen. Gibt's hier noch was? Null, nada und niente. Oh, wow, 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 wow. Da war ein Bösewicht mit einem Sniper-Gewehr. Ich laufe einfach mal ein bisschen elegant in kreisende Bewegungen durch die Kante. Ja, da unten drin, hier oben sind wir vor ihm erstmal sicher. Da haben wir was gefunden, ein kleines Versteck. Und können ihn von hier oben zumindest nicht mit dem Lichtschwert eins überbraten. Die Briar-Pistole leistet da verlässlichere Arbeit. So, hier drüben können wir auch hinspringen. Was nichts bringt. Och, doch, es bringt uns was. Nein, es bringt uns nichts. Gut. Kleiner Quicksave, damit wir nicht schon wieder Opfer meiner Idiotie werden. Okay, da ist ein Bummball-Mensch. Wow. Wow! Wow, du dicker Blech. Dann lass mich auch rein. Ah, perfekt. So, vorher möchte ich trotzdem ganz gerne nochmal hier alles mitnehmen, was sich in irgendeiner Form mitnehmen lässt. Und dann können wir auch weiter. So, mit Rotblitzwein als Öffner von Türen begeben wir uns mal weiter, um den guten alten Lando zu befreien. Also diese Kameras machen mich nicht nervös. Wow, ach du dicker Blechschaden. Gut, da sind wir jetzt gewarnt. Getroffen haben sie uns Gott sei Dank noch nicht. So, weiter geht's. Wieder runter bitte. Hat es tatsächlich mal getroffen. Ich versuch's diesmal mit einem Thermal-Dead. Könnte eine riskante Angelegenheit werden, weil wir uns selbst treffen könnten. Aber die Einfachheit in der Bekämpfung der Gegner kann das ganz wert sein. So, mal sehen, ob wir... ich weiß nicht, ob wir ihn erwischen. Ich stelle mich mal lieber hier hin, so haben wir einen besseren Winkel und können da rein. Können uns selber umwerfen, gut. Und ich bin natürlich wieder so intelligent, dass ich zwar an einen Quicksave gedacht habe, letztendlich aber nicht die Überzeugungskraft gefunden habe, ihn tatsächlich zu tun. Naja, was soll's. Wie sagt man so schön? Wer dumm ist, muss dafür zahlen. Ich weiß nicht, wie man sagt, aber wer... Ach, nehmen wir den Spruch, jeder Gang macht Schlangen. So. Hier schön ist... Wow, Bummball! Bummball ist explodiert, ohne uns großen Schaden zuzufügen. Hier können wir aber noch die Granätchen einsammeln. Nee, können wir nicht. Wir haben tatsächlich noch genug. Rotblitzwein. So, mit dem Rotblitzwein als Türöffner 2.0 geht's hier wieder rein. Diesmal sind wir vorbereitet. Diesmal sind hier die Bösewichter. Und wir sprengen uns am besten gleich in die Luft. Dann haben wir später nicht mehr so viel Ärger damit. Na? So. Böser Wicht. So, ich sehe zwei tote Weequays. Ich sehe nicht drei. Ich sehe zwei tote und einen lebenden Weequay und einen lebenden Rodianer. Das nehmen wir mal als kleinen Anwand. Nicht Anwand, sondern wie sagt man... Wie war das Wort? Wie sagt man so schön? Anlass. Das Lasergewehr zu zücken, um dem Rodianer damit das Leben so zu gestalten, dass er nicht mehr auf uns schießt.
Was auch ab und zu ganz gut klappt. Naja. Wo Überzeugungskünstler halt nicht mehr reden. Muss man zu anderen Mitteln greifen. Leider habe ich nicht die geringste Spur einer winzig... Wie komme ich hier gerade her? Ja, wahrscheinlich. Ja! Ich kann mich an die, an den, Kamera erinnern. Moment nochmal. Wir gucken. Das Ding bewegt sich mit. Und wir können jetzt hier hochfliegen, weil wir ein Jedi-Meister sind und... Schlau gemacht, Relo. Schlau gemacht. Aber nicht schlau genug, um Kyle Katarn zu übertölpeln. Scheinbar doch. Wir versuchen mal ein bisschen mit dem Force Jump. Und dem Force Grip. Machtgriff hieß das Ganze. Mit dem Machtgriff und dem Machtsprung an die Süßigkeiten und Leckerlis zu kommen, die Reluft da oben für uns versteckt hat. Mit mäßigem Erfolg. Ihr Leute, ihr glaubt gar nicht, wie verwirrend das tatsächlich ist, sich so fortzubewegen und die Wände bewegen sich mit einem. So, das nächste Mal, ich versuche mal die das Fadenkreuz schon richtig auszurichten, so dass ich leichter... Ach, wisst ihr was, Leute? Vergesst doch die Mistdinger da. Ich will sie ja gar nicht. Doch, ich will sie, aber ich komme nicht ran, weil ich mich zu blöd anstelle. Na super. Okay, einmal versuche ich es noch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lassen wir die Dinger fliegen. Ich werde es später gräulich bereuen. Aber was soll's. Besser als da jetzt 18 Mal zuzugucken, wie ich es nicht schaffe, oder Leute? Wow! Also so langsam fange ich echt an zu denken, Relo Baruk hat was gegen uns. So, damit dieser Fakt, dass er was gegen uns hat, nicht dauerhaft unserer Gesundheit abträglich ist, müssen wir mal eben dafür sorgen. Das heißt, jetzt mit äußerster Vorsicht langsam den Gang lang spazieren. Oh, das Ding ist schon kaputt. So hat man es doch am liebsten. Aber es ist gar nicht mal so doof, die Geschütze so zu bauen, dass man wir haben keine Munition mehr. Sehr gut. Die Geschütze so zu bauen, dass man sie nicht sehr gut anvisieren kann. Mit dem Lichtschwert lassen sie sich auch nicht wirklich erreichen. Bleibt noch das Granätchen. Okay. Jetzt im Zickzacklauf, damit uns der Bösewicht nicht anvisieren kann. So. Der andere Bösewicht darf jetzt auch nicht in die Finger kriegen. Oh, wow, du meine Nase, was hab ich? Gut, Zeit für einen zweiten Versuch mit dem Ganzen. Wir werden uns als erstes mal der Geschütztürme entledigen. Denn die sind, glaube ich, das Schlimmste hier an Ort und Stelle. Und wenn die Geschütztürme keine Bedrohung mehr darstellen, dann haben wir schon mal ein großes gewonnen. So, jetzt nehmen wir mal unser Lichtschwert hinaus. Rennen hier so schnell vorbei, dass die alle kein Problem für uns sind. Machen der Wache hinten den Chaos. Dann der anderen. Dann doch wieder der. Mensch, jetzt Kinder, du Bösewicht, hör auf meinen Pelz zu brennen. So, da ist ein Schalter. Gut, das machen wir nochmal rückgängig. Kann man nicht so richtig. Aber... jetzt wissen wir ja schon, hier dahinter befinden sich Heerscharen von Rodianern, die uns alle auf die eine oder andere Weise an den Kragen wollen. So, mittlerweile hat einer auch rausgeschafft da. Und wie viele sind noch übrig? Einer.
Eine reicht, um uns den Tag zu verderben. So. Na, Speicherstand? Wie glücklich machst du mich? Unglücklich, weil wir direkt bei dem sind, der uns noch hier den Garaus machen will. Zwei sind's noch. Zwei plus der, der da direkt vorne steht. Die da hinten? Naja. Ja gut, also wir wissen auch, man sollte nicht lange vor der Mündung eines Gewehres stehen bleiben, das einer schießen will. Wieder was gelernt. Dann habe ich jetzt keine Zeit für den Waffenwechsel, den ich eigentlich vorhatte, sondern muss ihn gleich so ins Land der Träume schicken. So, bleiben noch die zwei Rotzis, die uns dort hinten ans Leder wollen. Ah, ist das hakelig, Leute, ist das hakelig. Gut, fällt uns irgendwas ein? Macht, Speed, auch nicht. Was könnten wir an Machtkräften? Ich habe noch eine Idee, die ich immer ausprobieren will. Ich könnte ja auch, wenn ich ganz viel Mumm in den Knochen habe, hier direkt so des Rodianers entledigen. Wenn der erste Schuss sitzt, dann dürfte das sogar theoretisch klappen. Naja, sehen wir es mal. So, 10 Schuss in der Armbrust. Der erste Schuss muss dann aber auch wirklich klappen. Ups, ich will laden und nicht beenden. Ich will den Ladebildschirm beenden, aber nicht das Spiel. Denn noch haben wir hier was zu tun. Wir müssen Relo finden und Lando befreien. So, vielleicht machen wir es mal auf die, nicht auf die hinterhältige Tour, aber auf die ferngesteuerte. Ist auch nicht zu verachten, wenn man nur noch 7 Health Points hat. So. Und der Kerl wird dann hier sich befinden. Man sieht seinen Schatten. Verzeih mir, Freund. Aber, tja. Du bist dafür bezahlt, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Ich werde zwar nicht dafür bezahlt, hier Nachforschung anzustellen, aber, naja. Was tut man nicht alles für Jen? So, diese Schalter betätigen nur die Schießscharten. Das heißt, die können wir ruhig und geschwind hier lassen. Gut, können wir uns als nächstes mal hier rum. Wie schaffen wir es, an all das schöne Zeug zu kommen, was sich dahinter befindet? Antwort lautet Ente. Nämlich Entengang. Oder auch nicht. Dann lautet Antwort halt Force Push. Oder Pull. Oder whatever. So, das Blaster Pack. Wie viele von den Explosivdingern haben wir noch? Drei. Da kann ich mal einen opfern, um zu gucken, ob wir das Ding sprengen können, aber. Ich fürchte fast, nein. Kalkatan ist einfach zu fett für das Loch. Okay. Gehen wir hinten rum. Auch gut. Stepp. So. Wir haben eine Kamera. Na gut, da hätten wir dann sehen können, was uns alles blüht. Aber so konnte der Feind sehen, was uns alles blüht. Haha. Wir wissen jetzt, wie er uns so auflauern konnte. So, eben noch den Schild aufladen. So 75%. Gefällt mir. So, von hier kamen wir. Der Kontrollpunkt, super. Suchen wir etwas? Jetzt nicht mehr. Sie sind Relo Barok? Leibhaftig, aber wer sind Sie? Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Irgendwelche letzten Worte. Was macht ein respektabler Gangster wie Sie mit einem schleimigen Hinterbliebenen wie Desan? Geld natürlich. Thank you.
Ach, verzeiht mir meinen fehlenden Kommentar, aber das ist zu anstrengend, um dabei auch noch zu reden. So, zwei sind down. Jetzt feuert noch das dort. Hui! Wie jetzt? Sind die, regenerieren die sich oder so? Oder sowas? Das ist doch nicht fair. Was soll denn so? Oh nein, Leute. Die regenerieren sich. Ich ahne Furchtbarstes. So, super duper. Ja gut, dann sterben wir nur eines anderen Todes. Schwierige Situation. Ich werde mal versuchen, möglichst viel rumzurennen, sodass ich nicht mehr so leicht von den Dingern da ins Visier genimmbeint werden kann. So. Ich mache tatsächlich die Erfahrung, dass einzelne Schüsse besser sind als viele verschiedene, weil man da genauer treffen kann. So. Da kommt der erste Weak Whale rein. Weiß nicht, womit er sich anlegt. Und, naja. Sein Fehler. Das war jetzt unser Fehler. Okay, wir machen eben noch einen Spielstandladung. Verzeiht mir bitte meine komplett verbaute Ausdrucksweise. Aber irgendwie ist es hier gerade so spannend und anstrengend, dass mir nur die einfällt. Wow, wow, wow! Bösewicht, ahoi! Da setzen wir doch gleich nochmal ein paar Spielstände dahinter. Und ja, ich speichere lieber öfters. Doppelt hält besser, wie man hier ja in diesem Moment auch gesehen hat. Ah, Mann, ist das anstrengend. Am besten jetzt gleich zum Lichtschwert wechseln. Am besten gleich zum Lichtschwert wechseln. Und wenn er hier gleich vorbeikommt, machen, dass er uns nicht mehr wehtut. So, am besten... Ich muss meine Aktion jetzt planen, deswegen... Pause. F3 für Force Geschwindigkeit und 1 für Lichtschwert. So. Dann machen wir halt nur 1 fürs Lichtschwert, weil F3 auf die Schnelligkeit nicht mehr geht, wenn ich das Lichtschwert wechsle. So, ich hämmer schon die ganze Zeit auf 1 und gleichzeitig auf B, um vorwärts zu stürmen. So. Komm, lass mich in Ruhe, du böser Bürger. Hui! Holla die Waldfee. Das quittieren wir mit einem Speicherstand. Welcher auch bitter nötig ist, damit wir hier auch nur ein Funkenland sehen, Leute. Tja, was will man machen mit einem Health Point? Als aufs Glück hoffen? Wir warten mal, bis uns unsere Macht regeneriert. F3, damit wir Zeit haben zu zielen. Der Gedanke hinter der ganzen Sache ist akzeptabel. An der Umsetzung... Da habe ich noch dran zu schrauben. So, F3. Okay, ich kann nicht F3 drücken, wenn die Pistole auflädt. Wieder was gelernt. Gut. Nächster Versuch. Zählt ihr mit, Leute? Ich mittlerweile schon nicht mehr. Juhu! Gott sei Dank sind wir nicht der tot am Boden liegt. Sondern der Bösewicht. Und wir, der heldenhafte Kyle Katarn, wir haben volle Munition. Gut, Rilo Baruch. Hast du noch was zu sagen? Ah, kann dir es nicht verübeln, dass du perplex bist, dass ich es überlebt habe. Ich bin ja selbst überrascht. So, die Tür ist
zu. Mal sehen, was diese Tür zu bieten hat. Sehr viel Unfriede und Unfreude. So, speichern. Aber jetzt wissen wir ja, was uns erwartet. Und können dementsprechend trotzdem nichts dagegen tun, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, was dagegen zu tun. Wir haben einen Detto-Pack. Gut, verflixt nochmal. Wir haben einen Detto-Pack. Und wir haben nur einen Detto-Pack, was explosiven Schaden macht. Mist. Können wir die wieder aufsammeln? Wir haben keinen Detto-Pack, was explosiven Schaden macht. Dann ist das Einzige, was mir einfällt, F3. Mir fällt nichts mehr ein, Leute. Nichts. Wir sind hier, wir haben es überlebt. Aber wir können absolut nichts damit anfangen. Aber liegt da hinten noch irgendwas. Irgendein Fünkchen Lebensenergie. Toll, ein Blasterpack. Als ob hier nicht genug Munition rumliegt. Ich habe keine Chance. Ich habe null. Aber wirklich null. Nada, niente. Niet. Zero. Zero. Keine Chance. Jetzt will mir der hier auch noch ans Leder. Tja. Wir haben noch unsere Detonationspacks. Von denen wie ich eins gerade verschleudert habe und jetzt einen Spielstand laden muss, damit ich es wieder kriege. Bei Undetonationspack habe ich null, wirklich null Ahnung, wie ich hier irgendwas reißen soll. So. Tja Leute, was soll ich tun? Was kann ich tun? Cheaten? Ich weiß nicht mal, wie das geht in dem Spiel. So, mit der Detto-Pack rausnehmen, reinlegen, sprengen, speichern. So, wiederholen. Vorbeirennen, Detto-Pack, sprengen, speichern. Weiter geht's. Und wiederholen. Vorbeirennen, reinpacken, sprengen, speichern. So. Gott sei Dank hat das geholfen. Jetzt können wir gucken, inwieweit Relo uns noch mag oder nicht. Wo ist Relo? Wie kann ein Rodianer von der Größe einfach so verschwinden? Datapack aktualisiert. So. Tja, jetzt müssen wir noch Lando befreien. Sorry, Lando. Tja, wo Relo ist? Gute Frage. Relo will sich aber auch nichts entgehen lassen. So, da ist Lando, glaube ich. Hoffentlich geht's ihm gut. Ah, da ist ein Schalter da. Erstmal kurz die Blastermunition. Dann gibt's hier ein Aal. Aber da unten gibt's einen Schalter. Ich denke mal, dass der Schalter in gewisser Weise Antwort auf die Frage bereithält, wie ein so fetter Rodianer verschwinden kann. Erstmal gibt es aber Antwort auf die Frage, wie weit kann unser Schild steigen? Antwort lautet 75. Dann. Oh. Wow, ist das schnell. Leute. Wow. Uiuiuiui. Gott sei Dank haben wir das überlebt. LL, Lando lebt. WN, wir nicht. Zumindest nicht, wenn wir den Rodi hier nicht... Oh, ist der... War Lando? Hallo? Was war da oben los? Ich bin mit Relo zusammengestoßen. Hat er dir irgendwas über den Schmuggelring erzählt? Wir haben uns nicht so lange unterhalten. Verstehe. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Mein Schiff ist ganz in der Nähe versteckt. Wo ist deins? Relos Leute haben es inzwischen wahrscheinlich schon in seine Einzelteile zerlegt.
Wo ist Jan? Jan ist dieses Mal nicht dabei. Ihr beide habt wieder gestritten, was? Na komm, lass uns gehen. Du kannst dir auf Bespin ein paar Blumen kaufen. Okay. Lando ist befreit, Maus ist verdreht, aber Lando ist frohen Mutes, flotten Schrittes und alles in allem sehr viel zielstrebiger, als ich das bin. Naja. Ich mag den Aufzug, der hat was. So. Wir haben es tatsächlich geschafft. Erstmal. Ja. Wir haben 3 von 7 Verstecken gefunden, was wahrscheinlich besser ist als mein Durchschnitt. Und genial. Hast du noch irgendwas zu sagen, Lando? So. Wir müssen zum Schiff. Wir müssen die Lucky Lady finden. Lucky Lady ist ein wunderschöner Name für ein Schiff, finde ich. Okay, dort ist ein Bumballwerfer. Ich glaube, es liegt in dieser Richtung. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, tatsächlich einen Kumpel dabei zu haben, mit dem man das Ganze macht. Ach, Lando, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich hätte gebrauchen können in den vergangenen Folgen. Aber naja, da war Lando ja noch, sagen wir mal, verhindert. So, was willst du hier? Oh, Mann ey. Er zeigt mir, wo es lang geht, er hält mir Feinde vom Leib. Netter Kerl. So, sind das gefährliche Gänge oder nicht? Wow, das ist also Landos Schiff. Ah, da ist ja mein Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Das Ding ist echt schön. Wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als könnten wir ja einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Magnethalterungen befestigt und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Der Eingang zur Startrampe ist verschlossen und sie werden ihn nicht öffnen, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Kommst du mit? Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Kai. Danke, Lando. Tja, Leute. Es kann nie einfach sein, oder? Diese Option existiert einfach nicht. Okay. Allerdings würde ich sagen, wir haben für heute schon wieder genug geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Kommentiert von Ramsky Ratta für heute. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis